Komm, seid ehrlich, ihr habt Clea vermisst, aber jetzt schaffe ich Abhilfe. Frohes Neues nochmal, los geht's. Warum ich nicht mehr links bin? Tichys Einblick vom 4. Januar. Pressesprecher und fest angestellter Redakteur bei der Frankfurter Rundschau war unser Autor Mario Turnes. Mein Beileid erstmal. Die Frankfurter Rundschau ist ein Drecksblatt sondergleichen. Ich erinnere hier an den Artikel zu Kyle Rittenhouse, den ich so vor anderthalb Monaten oder so im Kaspercast behandelt habe. Das ist ein reines Meinungsblatt. Das hat mit Nachrichten oder so hat das nichts zu tun. Heute will er kein Linker mehr sein, also der Autor Mario Turnes, obwohl sich seine Haltung in den wichtigsten Fragen nicht geändert hat. Ich bin gebürtiger Linker. Mein Vater war Maurer und hat vor seinem tödlichen Unfall auf EDV-Experte umgeschult. Mein Stiefvater, den ich wie einen Vater liebe, war Bergarbeiter. Gute Löhne, faire Arbeitsbedingungen und bezahlbares Wohnen, Essen oder Heizen waren für uns als Familie zentrale Fragen. Das Versprechen auf ein soziales Netz, durch das keiner durchfallen könne, hat das Leben obendrein entspannt. Doch nicht nur in politischen Fragen war ich ein Linker. Mir war es immer lieber, meine Zeit mit Linken zu verbringen. Rechts war Dorf, katholische Kirche und Normativität. Links war Stadt, Religionskritik und der Mut, Gedanken auch mal gegen den Strich zu bürsten. Querdenker war ein positiv besetzter Begriff. Und links. Rechte wollten von dir, dass du dem Pfarrer nicht widersprichst. Linke fanden's gut. Die meisten meiner Freunde sind links. Heute fürchten sie Diskussionen. Gar nicht mal so sehr mit Lautsprechern wie dem Wendler oder dem veganen Koch. Darauf sind sie vorbereitet. Gegen so einen dagegen zu halten, ist ein Aufenthalt in der Komfortzone. Beklommen verhalten sie sich, wenn ich sie nach der grundsätzlichen Strategie hinter der Corona-Politik frage. Sie weichen aus, wenn ich sage, wer einen Verzicht auf Wohlstand zum Zwecke des Klimaschutzes wolle, der solle das auch offen fordern und nicht immer nach Hintertüren suchen. Zwischentöne hassen sie. Widersprüche fürchten sie. Wenn ich gerade erst in diesen Artikel eingestiegen wäre, dann würde ich denken, er beschreibt hier den prototypischen Linken. Ich habe mir gerade nochmal die E-Mail aufgerufen, die ich damals nach meinem Livestream, den Livestream verlinke ich euch unten, Timestamp ist Minute 37, ab da geht's los, die ich damals dem Herrn Mirko Schmidt von der Frankfurter Rundschau geschrieben habe. Und mein letztes Angebot an ihn lautete 120 Minuten für 600 Euro. Tag und Uhrzeit kann er sich alles aussuchen. Wollte er nicht. Ich kann darauf natürlich nicht genau eingehen. Ja, nicht, dass ich hier irgendwie mir vorwerfen lassen muss, dass ich Inhalte einer E-Mail preisgegeben habe. Aber so viel werde ich sagen dürfen. 600 Euro für 2 Stunden Zeitaufwand. Tag und Uhrzeit. Ganz nach den Wünschen von Herrn Schmidt. Das wurde abgelehnt. Zwischentöne hassen sie, Widersprüche fürchten sie. Die allermeisten meiner Freunde arbeiten im Journalismus, akademischen Betrieb oder in der Politik. Diese Berufe haben eins gemein. Normativität gilt immer stärker als Voraussetzung. Ein Beispiel. Die Grünen zogen 2011 in Rheinland-Pfalz direkt von der außerparlamentarischen Opposition in die Landesregierung ein. Sie suchten dringend Mitarbeiter. Eigentlich galt jeder, der schon vorher für sie tätig war, als gesetzt. Bis auf einen Kollegen. Der engagierte sich stark im Kampf gegen das Rauchen. Der Koalitionsvertrag mit der SPD ging ihm in dem Punkt nicht weit genug. Das sagte er auf einer Podiumsdiskussion, an der auch seine Chefin teilnahm. Danach war er raus. Nichts kann im politischen Betrieb so schnell und nachhaltig eine Karriere ruinieren, wie eine öffentlich vertretende abweichende Meinung oder ein unbeherrschter Auftritt. Da ist es nur eine Konsequenz, sich der Normativität unterwerfen zu wollen. Die andere Konsequenz ist, sich klare Fronten zu wünschen. Denn es fällt wesentlich schwerer, sich einer Linie anzupassen, wenn diese Linie nicht klar erkennbar ist. Wir hier, die Wendlers da. Das ist folglich eine dankbare Situation. Menschen, die eine sinnvolle Alternative aufzeigen, stehen indes für Gefahr. Der Wunsch nach materieller Sicherheit ist für viele, egal ob links oder rechts, der stärkste Antrieb. So erweitern viele im Freund-Feind-Denken lieber die Gruppe der Feinde, als zu riskieren, am Ende mit einer abweichenden Meinung dazustehen. Das gibt mir gerade ein wenig zu denken. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich die Artikel, wenn ich sie euch vorlese, selber zum ersten Mal lese. Das ist hier ein äußerst interessanter Punkt. Das würde erklären, wieso es immer mehr Nazis zu geben scheint, je weiter wir uns zeitlich vom Dritten Reich entfernen. Die Angst, möglicherweise aufgrund der falschen Meinung, die man geäußert hat, als nicht
zu 100% auf linker Linie befindlich dazustehen. Die ist so groß, dass ich proaktiv selber die Leute als Rechte, Rechtsextreme, was auch immer brandmarke, alleine schon, um klarzumachen, dass ich nicht zu denen gehöre und vor allem, und das sagt hier der Autor, um nicht zu riskieren, am Ende mit einer abweichenden Meinung dazustehen. Da könnte was dran sein. Dass Linke heute keine Widersprüche mehr akzeptieren, zeigt sich am deutlichsten im Umgang mit dem Islam. Apropos, ich habe beim letzten Mal erneut diese Geschichte geschildert von vor ungefähr einem Jahr. Da ist Folgendes passiert. Irgendein Talkformat, ich glaube öffentlich-rechtlich, bin mir aber nicht sicher. Eingeladen, drei der üblich verdächtigen Antirassismus-Aktivisten, ich glaube alle weiblich, ich glaube alle POCs, wie man heutzutage sagt, alle drei sagen zu, erfahren dann, dass das kein Kreiswix-Event wird, sondern dass dort gestritten werden soll. Konkret hieß das, ich glaube, dass eine Person mit anderer Meinung ebenfalls eingeladen war. Woraufhin diese drei Antirassismus-Aktivistinnen die ganze Veranstaltung absagen, weil Sinn und Zweck ihrer Arbeit ist es halt nicht, mit anderen eine Debatte zu führen oder so. Sinn und Zweck ist es, dass du dein dämliches Maul hältst und alles abnickst, was diese Leute von sich geben. Bis hin zu einer Alice Hastas, die bei, ich glaube, Maischberger sitzt und dann gefragt zu eigenen rassistischen Erfahrungen allen Ernstes als einziges und bestes Argument vorbringt, dass sie hier und da schon mal gefragt wurde, wo sie denn herkommen würde. So, ich entgleise hier schon wieder. Diese Anti-Rassismus-Aktivistinnen-Aktion, dass die eingeladen wurden und dann abgesagt haben, weil, konkret weil, dort eine Debatte stattfinden sollte. Dazu habe ich leider keine Quelle mehr finden können. Ich wurde im letzten Upload in der Kommentarsektion danach gefragt, ich konnte es nicht mehr finden. Weiß da jemand von euch noch mehr drüber oder kann sogar eine Quelle verlinken? Mir entgeht in der Regel kein einziger Kommentar. Falls ihr wisst, wovon ich rede und ihr ein bisschen mehr Informationen noch beisteuern könnt, bitte meldet euch. So, zurück zum Text. Dass Linke heute keine Widersprüche mehr akzeptieren, zeigt sich am deutlichsten im Umgang mit dem Islam. Religionskritik galt früher als eine Säule, auf der die Linke gestanden hat. Allzumal, wenn die Religion archaisch daherkam. Und patriarchalisch, wenn Frauen unterdrückt wurden, wenn Männer ihnen ihre Vorstellung vom Leben vorgeschrieben haben. Nun ist der Islam in Deutschland mit der Einwanderung verbunden. Und alles, was mit der Einwanderung zu tun hat, hat gut zu sein. Der Mann weiß, wovon er redet. Zwischentöne und Widersprüche darf es nicht geben. Ja, aber selbst wenn, Herr Turnes, es riecht doch hier so toll nach Gewürzen, habe ich doch gelesen im Vorwärts, dem Hausmagazin der SPD. Also das werden Sie ja wohl nicht abstreiten, oder? Warum ist Einwanderung eine gute Sache? Und im Vorwärts stand dann, weil es hier so toll nach Gewürzen riecht. Und alles, was mit der Einwanderung zu tun hat, hat gut zu sein. Zwischentöne und Widersprüche darf es nicht geben. In diesem Punkt erst recht nicht. Und deswegen verneinen die deutschen Linken alles, was an Negativem mit der archaischen Ausübung des Islam verbunden ist. Einige wollen sogar die Kritik daran gesetzlich als rassistische Tat verbieten. Dass es für Frauen aus islamischen Umfeldern einen Zwang zum Kopftuch gibt, durch Drohungen oder mindestens durch normative Erwartungshaltungen, verneinen sie. Wobei sie es nicht mehr verneinen, sondern einfach nur einen Feind in jedem sehen, der es ausspricht. Stattdessen stilisieren sie das Kopftuch zum Freiheitssymbol. Angesichts unterdrückter Frauen etwa in Afghanistan ein Hohn. Und letztlich, wie Alice Schwarzer zu Recht anmerkt, rassistisch und sexistisch, weil einem Teil der Frauen so ihre Rechte abgesprochen wird. Und das aufgrund ihrer Herkunft. Ich hatte beruflich in den Jahren 2016 und 2017 viel mit Frauenrechtsorganisationen zu tun. Ihre Mitarbeiterinnen sagten, sie sehen das Problem. Beim Vier-Augen-Treff. Öffentlich ansprechen wollten sie es aber nicht, weil sie damit den Rechten, also dem Feindbild, Recht geben würden. Sie haben sich bis heute dazu öffentlich nicht positioniert. Genauso wie homosexuelle Freunde von mir, die sich in Berlin nicht mehr trauen, öffentlich Händchen zu halten. Und das nicht, weil da so viele Glatzen unterwegs seien. Auch sie äußern sich dazu nicht öffentlich. Mario Turnes, merkt euch diesen Namen. Der Mann gefällt mir richtig gut. Eine grüne Politikerin hatte mir ein Interview gegeben. Sie hatte es schon freigegeben. Darin stand die Forderung nach mehr innerer Sicherheit, weil davon vor allem Frauen profitierten, die sich sicher im öffentlichen Raum bewegen wollen. Sie ließ diese Stelle nachträglich streichen. Ein mächtiger Mann der Grünen hatte ihr dazu geraten.
äußerst interessant. Wenn das Weiterkommen im Beruf gefährdet ist, stellen also viele Grünlinke ihre Überzeugung hinten an. Das macht sie in diesen Punkten aber nicht zurückhaltender oder nachsichtiger, sondern lauter und aggressiver. Der Schrei nach dem Feind übertönt schließlich die eigenen Widersprüche und lässt einen selbst den eigenen Verrat an den eigenen Überzeugungen vergessen. Ich selbst hätte es mir leichter machen können. Mit 28 Jahren hatte ich eine Festanstellung in einer gesetzlichen Krankenkasse. Nahezu unkündbar. Doch das war mir zu öde. Also zog ich weiter zur Frankfurter Rundschau. Das war lange spannend, bis unser Regionalchef verkündete, das Ziel der Arbeit für die FR sei, Zitat, den Mangel zu verwalten. Also zog ich zu den Grünen weiter. Doch auf Dauer hatte ich keine Lust, aus dem Schicksal des Anti-Raucher-Kollegen zu lernen und wollte wieder meine Meinung sagen können. Um es abzukürzen, mich nicht der Norm unterwerfen zu müssen, war mir immer so wichtig, dass ich sogar bereit war, Einbußen in meiner existenziellen Sicherheit hinzunehmen. Doch wer so weit geht, um sich nicht der Norm unterwerfen zu müssen, der kann erst recht kein Linker bleiben, da sich die westdeutsche Linke gewandelt hat. Aus den rebellischen Quertreibern der 70er und 80er Jahre ist eine Bewegung geworden, die ihre Welt in festen Strukturen verewigt sieht und in diesen Strukturen eine intolerante Normativität durchsetzen will. Mag sein, dass ich die Welt so sehe, weil ich ein privilegierter Mensch bin. Weiß, männlich, heterosexuell, gesund. Als ich mit einer fünfköpfigen Familie auf 80 Quadratmetern aufgewachsen bin, war mir das nicht so bewusst. Wenn es am Ende des Monats nur noch Nudeln zu essen gab, habe ich über meine Privilegien auch vielleicht nicht ausreichend genug nachgedacht, sodass mir die soziale Frage letztlich immer näher lag als Fragen der Identität. Genau diese identitären Fragen stehen aber heute im Mittelpunkt der Linken. Sie will unterdrückte Menschen befreien. Bis zu diesem Punkt bin ich noch bei ihr. Das wollte meine Linke auch noch. Doch meine wollte Privilegien abschaffen, damit es allen gut geht. Die heutige Linke will Privilegien umverteilen. Der bisher Unterdrückte solle für die vielen Jahre der Unterdrückung entschädigt werden und über den bisherigen Unterdrücker herrschen. Quoten sollen sicherstellen, dass den Altunterdrückten ein entsprechend großer Teil vom Kuchen zukommt. Dazu zählen Frauen, Nicht-Heterosexuelle, Menschen mit einem Bezug zu einst kolonialisierten Ländern und Behinderte. Vielleicht klingt das absurd. Das liegt aber nur daran, dass es absurd ist. Denn als offener Mensch bin ich durchaus bereit, mich zumindest testweise auf die Prämissen einzulassen. Im Rahmen dieser Vorgaben stelle ich also Fragen. Ist eine transsexuelle Polin einem homosexuellen Syrer bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst vorzuziehen? Und was, wenn die Frau aus Afghanistan kommt? Oder der Homosexuelle im Rollstuhl sitzt? Oder wo bleiben bei Frauenquoten die sexuell Unentschlossenen? Ein kleiner Tipp, sparen Sie sich solche Fragen. Die Vertreter der identitären Linken sind weder an Fragen interessiert, noch an Zwischentönen oder Widersprüchen. Dann wäre für sie der Griff zum Feindbild viel schneller, einfacher und nachhaltiger. Doch so lustig diese Widersprüche sind, so schnell schlagen sie in Ernst um. Nämlich dann, wenn die gesellschaftliche Debatte aufhört, Debatte zu sein und sich in politischer oder ökonomischer Macht niederschlägt. Und nicht nur linke Politik ist heute identitätspolitisch ausgerichtet. Die Wirtschaft ist es auch. Ein Blick auf einen durchschnittlichen Werbeblock reicht. Die Unterdrückten von einst sind die Werbeträger von heute. Nur, geht es den Unternehmen wirklich um die Beseitigung von Unrecht? Ja, natürlich. Wohl eher nicht. Nehmen wir einen Lebensmittelkonzern. Der benennt seine Ware um von Zigeunersoße in Paprikasoße. Ja, oder auch sehr beliebt von Balsen, der Keks namens Afrika, der heißt jetzt Perpetuum, weil Afrika war rassistisch. Also nicht der Kontinent war rassistisch, sondern der Name Afrika für ein Produkt, in welchem Kakaobohnen aus Afrika benutzt werden, das war rassistisch. Das kostet ihn nicht mehr als eine ohnehin ab und an nötige Imagekampagne der Ware, beschert ihm aber eine bedeutend höhere mediale Aufmerksamkeit. Gleichzeitig kann der Konzern seinen Tarifvertrag kündigen, Bezahlung sowie Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter verschlechtern. Der identitäre Linke bekommt das nicht mit, der ist damit beschäftigt, den Namen Paprikasoße gegen sein Feindbild zu verteidigen. Es ist ein Deal zwischen Linken und Wirtschaft. Beide bekommen, was sie wollen. Der Linke, was ihm am wichtigsten ist, Recht. Und die Wirtschaft darf die Produktionsbedingungen beibehalten und das oberste Prozent der Gesellschaft weiter reicher werden. Dieser Mann ist ein Genie. Dass Linke und Wirtschaft einen feindlichen Dualismus bilden, ist lange vorbei. Wo das alles hinführt? Keine Ahnung. Die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft jedenfalls wird erst einmal voranschreiten. Angesichts steigender Preise für Essen, Strom, Heizen und Mobilität wird ein großer Teil noch früher im Monat anfangen müssen, nur noch Nudeln zu essen. Es ist nett gemeint, wenn der andere Teil dabei zuruft, dass das ja nicht schlimm sei, da sie doch qua Geburt privilegiert seien. Ein echter Trost wird das aber nicht sein. Ich werde weiter schreiben. Würde ich starre Positionen nachbeten wollen, hätte ich bei den Grünen bleiben können. Dann ginge es mir heute finanziell besser.
trotzdem fühle ich mich wohler. Denn den Satz, dass gerade Frauen ein Bedürfnis nach Sicherheit im öffentlichen Raum haben, muss ich mir nicht mehr aus einem Text streichen lassen. Schon gar nicht von einem Mann. Die Widersprüche sind das eigentlich Spannende. Am Schreiben genauso wie im Leben. Ihnen habe ich mich gewidmet. Und wenn das heute bedeutet, dass ich nicht mehr links sein kann, dann ist das halt so. Abschließende Frage meinerseits. Wenn bei Fußballspielen jetzt gegen Rassismus gekniet wird, die Keksorte Afrika in Perpetuum umbenannt wurde, Zigeunersoße jetzt Paprikasoße heißt, Alice Hasters einen Kommentar bei der Tagesschau ablassen durfte, Sarah Lee Heinrich, die in der Öffentlichkeit bereits abwertend über weiße Menschen gesprochen hat, jetzt irgendein hohes Amt innerhalb der grünen Jugend ausübt und zuletzt ein Fußballspiel in Duisburg abgebrochen wurde, weil ein 55-Jähriger, während ein weißer Spieler zum Eckball ansetzte, rief, du Affe, kannst sowieso keine Ecken schießen? Wie viel Rassismus haben wir jetzt eigentlich weniger? Quantifizier mal, nenn mal eine Prozentzahl. Gerne in die Kommentare. Freue ich mich sehr drüber. Noch mehr freue ich mich über einen Artikel zu den drei erwähnten Anti-Rassismus-Aktivistinnen. Diesen Donnerstag werde ich nicht live sein, dafür am Samstag um 18:30 Uhr mit einem Special Guest, den ihr noch nicht kennt. Möge der Hass mit euch sein.